Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Blutrote Nacht. Tag 58, 56. War schon echt nervig heute. Ich könnte schwören, die letzten 5 Minuten Schritten sind immer hier diese Schreihalse gekommen. Ah, die haben genervt, das glaubt ihr ja gar nicht. Meinst du noch mit Elektrozaun anfangen? Wie du willst. Wie du willst, lieber Heinrich. Weiß doch gar nicht, wie viel Strom das ist, damit es so passen. Und ach, das dauert mir alles zu lange. Ich mach dicht. Oder musst du nochmal raus? Nö. Aber ein paar Luken baue ich noch. Hattest du dir die Eisenbolzen genommen? Ich hätte mir hier irgendwelche Bolzen, Eisenbolzen. Eisenbolzen, okay. Da waren noch 250 oder so. Ja. Nee, weil ich jetzt noch Stahlbolzen mache, deswegen. Eisenbolzen. Nee, ich will doch keine Steinbolzen. Nein! Achso, Stahlbolzen. Und dann noch was für euch. Spitze. Muss ich mich erstmal sortieren? Was ist? Ich höre nichts. Ich sagte, ich muss mich sortieren. Sortiere dich. Für mich auch unsortiert. Gegessen, getrunken, oh komm. Ah, das muss ich auch noch machen. Brauche ich mir noch was drin hier in die Butze. Das brauche ich nicht. Raus damit. Gucken, ob die Waffen geladen sind. Einmal lecker Cham Chow. Geladen. Ja, ja, ja. Lecker. So, wir haben, oder ich habe, noch ein paar Blade Traps aufgestellt. Das sind hier diese Reihe. 6 Stück waren es. Auch nochmal jeder einzeln, alle drei einzeln verknotet. Die nächsten drei kommen dann an den Verteiler. Ah, ich sehe gerade, ich wollte Klappen bauen. Hast du da ganz normale Holzklappen letztes Mal gebaut und die mit Eisen verstärkt, oder? Ich glaube, ich habe Alteisenklappen gemacht. Alteisenklappe. 3 Stück bitte nochmal schnell. Warum die aufgehen, ist ja glaube ich scheißegal. Oh ey, ernsthaft? Jetzt? Die nerven. Ja, kommen noch ein paar angelaufen. Hast du die Tussi schon erlegt? Hast du die gesehen, wo die ist? Ah ja, da liegt sie. Tussi liegt, ja. Ich mach mal Klappe. Nicht, dass wir in die Löcher reinfallen. Wo sind meine Klappen? Ja. Ich wollte mir gleich in Ruhe noch einen Bolzen schnappen und irgendein Schussgerät. Nein! Was ist denn da passiert? Was machst du? Der ist automatisch kaputt gegangen. Ach so, ja. Ja, ich weiß auch, woran das liegt. Und woran? Das liegt daran, weil du das so positioniert hast, dass das ein bisschen drüber hängt. Deswegen braucht man da ein haltes Ding, sag ich mal, eine Platte oder so, die hier an der Stelle auf dem ist. Ich guck mal, ob ich was habe, dass ich das machen
Aber hier dürfte es ja noch funktionieren. Holzplatte. Komm, ich kann eine Holzplatte machen, da können wir es dann dran klatschen. So. So, da kannst du die jetzt dran machen. Oh, scheiße, scheiße, ich brauch noch Bolzen! So, und ich gehe mal kurz schnell rein und machen überall Stromanski an. Mach mal. Ich muss jetzt erstmal ohne Schusswaffe klarkommen. Energie! Boah, Krähe oder so! Ich sehe das Kackvieh auch gar nicht mehr. Boah, jetzt kommt es wieder runter. Ach, leck mich doch. Ich mache erstmal drüben den Generator an. So, du Krähe, jetzt hau ich dich tot. Geht in unsere Blade Traps. Die hat Heinrich so liebevoll aufgestellt. Genau. Wahoo! Achtung! Scheiß Spinne, ey. Ja. Wahoo! Vogel! Ah, sind viele Leuchtezombies auf einen Fleck da. Yeah, Blade Trap Power. Boah, das ist aber echt schon. Yeah, Schnitzel, Schnitzel. Komm her! Oh, komm zu mir, komm zu mir! Nee! Ah! Komm zu dir! Ich komme auch zu dir, so. Oh, ein Leuchtzombie ist rübergekommen. Spinne da hinten. Vogel. Oh, Spinne. Komm mal. Komm mal rein. Ah! Gebrochenes Bein habe ich. Diese scheiß Spinne, aber wenigstens kein Bulle da. Das Geräusch der Blade Traps, ne? Ja. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich hatte das irgendwann mal, da habe ich alleine gespielt und da hatte ich so meine Basis in einem Hang. Und da hatte ich auch so einen Überhang gebaut, auf dem ich dann Blade Traps positioniert. Oh, rechts. Hatte. Da kommen auch vermehrt welche. Und Bulle irgendwo. Oh, Vogel. Vogel? Bulle in der Mitte. Boah, Bulle rechts. Zwei Bullen. Einer leuchtet, einer nicht. Oh. Ja.
Oh, Bulle hat einen Bulle erledigt, ganz cool. Ah, das ist auch gut. Gut, der ist geplatzt da, das war gar nicht verkehrt. Eieiei. Ah, die Bullen räumen da auf. Ah! Ah! Die machen den Balkon kaputt. Ah, die rotzen ja auch da drauf. Deswegen sollten wir denen das nächste Mal mit Beton machen. Warum stirbt ja nicht eine Leuchtezombie da? Keine Ahnung. Oh ja, eine Töte kommt gleich der nächste wieder. Das ist diesmal ja echt. Oh, was vom Stein erschlagen. Ich treffe den nicht, das gibt's doch nicht. Der ist kaputt. Oh, Generator sind auch ausgefallen. Hat der einen Generator kaputt gemacht? Kann sein, dass er einen angerotzt hat. Alter. Wo ist denn schon wieder? Da vorne. Ist er tot? Geh mal weg da. Er ist tot, okay. Wow, wow. Vorsicht. Ich hab noch einen Leute. Gott sei Dank, das wär's gewesen, wenn der platzt, ey. Nächste. Ah, der explodiert, oder? Gott sei Dank nicht, ey. Rechtzeitig abgeknallt. Bulle im Graben. Ja, ich schieß schon die ganze Zeit auf den. Okay. Ah, die haben unsere ganze Verteidigung kaputt gehauen hier, die Schweinebacken. Ja. Alter, ihr kleinen kommunistischen Drecksviecher. Die schleifen sogar die Blade Traps, die sind richtig kaputt. Oh! Jetzt wollen sie uns die andere Seite kaputt machen, oder was? Ah, sind auch schon Blade Traps ausgefallen.
Oh nee, nicht noch ein Bulle. Sehr schön, er ist tot. Oh, da ist ein Nemesis. Und noch ein Bulle. Na, ich habe eher gerade Angst vor die Bullen. Zwei Bullen. Drei Bullen. Oh. Alter, so lange hatten wir die aber hier noch nicht, ne? Nee. Plan, morgen in die Wüste zu fahren. Ich glaube, wir brauchen irgendeine Basis langsam, die wir besser verteidigen können. Ja, irgendwie an der Steilwand, ne? Wo die nur von einer Seite kommen können. Ja. Aber ich möchte nicht so gerne in der Wüste irgendwie. Oh, das hört ja gar nicht auf, ey. Doch, bald hört's auf, bald ist die Nacht vorbei. Bei mir ist sauber. Hier ist jetzt auch sauber. Dann geh ich schon mal hoch und mach die Generatoren aus. Okay. Ja, also das Einzige, was wir wirklich so weit als steile Wand haben, das ist da im Norden, wo auch der Händler ist. Da könnte man sich richtig schön reinbuddeln. Ja, hier ist irgendwo eine Verbindung weg. Au, hier ist aber eine Betonwand im Arsch. Beton? Hm, ich glaube, das war hier schon Beton. Oder irgendwas Metallisches, wenn ich das so sehe. Also der Balkon ist komplett Stein. Also Pflasterstein. Nee, das ist alles Pflasterstein. Ja, das war Hardcore. Puh. Oh. Ernüchternd. Harte Nacht. Okay, ja. Ernüchternd. Magnu? Ja, ich würde sagen, weil die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir immer noch den Tag danach machen, sind die Folgen extrem lang. Deswegen würde ich sagen, hier erstmal ein Break. Bisher haben wir noch Zeit, du. Ja. Dann haben wir wieder eine Folge, die irgendwie über 45 Minuten oder so geht. Ja, was wollen wir heute machen? Mit dem Tag hier. Ja, ich bin am überlegen, ob hier, wenn wir da im Norden gucken, ne, da wo das große Gebirge ist, dass wir da einfach eine Basis hinsetzen. Weil da haben wir eine Steilwand, da könnten wir das echt so machen. Wo nochmal? Im Norden? Im Norden, ja. Also da, wo hier der Händler ist. Etwa auf der... Da ist so eine Steilwand. Meinst, da könnte man sich hier reinbuddeln. Irgendwo. Genau da irgendwie. Ich meine, die Basis hier können wir ja behalten. Wir müssen da nur... Was ist denn da oben hier? Ich glaube, ich schnapp... Miststück. Hast du gekillt, oder? Ja, ja.
Wir können ja mal kurz auskundschaften. Wir fahren da jetzt einfach nochmal hin. Mhm. Warum sind hier die Verteidigung weggeballert? Weil die Blade Traps hier rundherum zu bauen, ist einfach zu viel. Ja, das ist auch zu viel. Wo komme ich denn hier raus? Du warst schon fast richtig, da war in unserem normalen, regulären Aufgang. Ach siehst du, ich wollte eigentlich eine Schaufel mitnehmen. Ich meine, man kann ja hier wohnen, aber zur blutroten Nacht dann was anderes, ne? Hm. Warte, dann nehme ich nochmal ein Schaufelchen. Und die nächste blutrote Nacht können wir mal auf dem Bike verbringen, gucken, ob wir das überleben. Das können wir mal probieren, ja. Dann haben wir Zeit nämlich mit dem Bauen, weißt du? Mhm. Weil wir haben... Ach nee, ich bin falsch rum. Nee, ich habe gelesen. Oder das hat mir jetzt jemand erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Hattest du das nicht bei Gronkh gesehen? Nee, bei Gronkh habe ich das nicht gesehen. Ich habe Gronkh noch nicht geguckt bei Seven Days. Ich weiß, dass er Seven Days spielt, aber... Ich habe es nicht geguckt. Aber ich habe es irgendwo gelesen oder gehört... Dass man wohl auch ja, die ganze Zeit unterwegs sein kann. Mit dem Moped die 4 Stunden und dann hat man so eine Ruhe. Hm. Könnt ihr einfach mal testen nächstes Mal. Können wir machen. Das nächste Mal verbringen wir die rote Nacht auf dem Bike. Und kundschaften wir mal kurz aus. Aua, ah! Oh, schreist du denn so? Vogel! Hat mich einfach erschreckt. Entschuldigung. Hm, meine Ohren danken es dir. Ja, sorry, ich rechne damit nicht, sondern auf einmal kommt da so eine Vogelfüße. Ja, wir müssen es da irgendwie. Wir sind noch nicht steil genug hier. Ja, wir müssen da auf jeden Fall reinbuddeln. Also nee, da kannst du hochlaufen. Das ist nicht steil genug, sag ich. Ja, deswegen da reinbuddeln. Es ist keine so exakt steil, dass sie komplett steil ist. Man muss da auf jeden Fall buddeln. Das hundertprozentig, das bleibt nicht aus. Ja, aber da, was ich markiert habe, da ist irgendwas. Der Felsformation oder. Ich steig mal ab. Letzten Erdbohrer wäre echt geil. Oh ja. Na, hier wäre eigentlich nicht schlecht. Hier hätte man eine gute... Aber hier kommen sie von oben. Startbasis? Ja, deswegen muss man sich ja einen Überhang machen. Ich würde sagen, schräger irgendwo ist es da beim Händler an sich. Ja, hier, da bin ich ja gerade. Nee, du bist noch tiefer gewesen. Musst du wieder hoch, was, wo ich meine. Ach, das soll einfach hier das Gebirge sein. Ich dachte, hier wäre ein Gebäude oder sowas. Ach, hier war die Höhle. Die haben wir ja doch durchgelootet. Nee, das wird hier nur noch. Guck mal wieder runter. Also hier oben ist ganz Mist, weil hier kommen sie von oben. Da müssen wir wieder so einen Übergang bauen, dass sie runterfallen. Ich fang jetzt hier einfach an. Warte, ich will mitentscheiden. Nicht einfach bauen. Oh, mein gebrochenes Bein ist weg, oder? Mir gar nicht aufgefallen. So. Ich würde sogar sagen, da wo der Baum da ist eigentlich, das gefällt mir ganz gut. Ja, ist doch nicht so tief genug. Wo willst du jetzt anfangen? Hm? Wo wolltest du jetzt anfangen? Also da wo du gerade warst, fand ich eigentlich ganz nett, aber du hast gesagt, nö, das ist nicht okay, deswegen bin ich noch ein Stückchen weiter gefahren und hier finde ich das eigentlich auch ganz nett. Sehe ich nicht, auch da. Hallo. Das gefällt mir hier eher. Okay. Das ist fast schön schräg. Jetzt würde ich... Willst du gleich von hier unten anfangen? Ja, natürlich. Das muss ja gerade werden. Das wird jetzt viel Buddelei. Das dauert. Die Mühe hätte ich mir jetzt nicht gemacht. Doch, müssen wir uns aber machen. Glaub mir, ich habe das schon erfahren. Wir müssen ja bis zu einer gewissen Höhe, sollten wir ja schon haben.
Ja. Weißt du was? Du buddelst. Ich mach mir jetzt einfach da. Sag mir einfach, wo ich reinbuddeln soll. Mhm, okay. Ja, da so auf der Höhe ist. Oh. Geh noch so ein bisschen hoch. Ah. Komm ich hier noch höher? Hier so, ja. Nein, Abbruch. Hier wird unser neues Heim. So, und das muss hier. Ah, Breite. Machen wir mal so. Das Schlimme ist, es ist ja alles Sand, ne? Erde. Ja, das ist, das hauen die uns weg. Oh, das nicht. Das hau ich weg. Na, ich würde es tatsächlich so machen, dass wir sozusagen den Rahmen dann aus Beton machen. Ja, das, also den unteren, generell so ein Rahmen, ja, ja. Aber ich hätte trotzdem gerne so innen drin so einen kleinen Raum. Ja, natürlich. Wollte ich auch machen. Na, ich buddel hier genau bei einer Eisenader. So. Tief genug ist es bestimmt, ne? Ja, sieht tief aus. Ja, kannst du ja senkrecht nach unten buddeln. Ich hacke hier gerade einen Durchgang dahin. Jetzt sehen wir nämlich, wie tief wir kommen müssen. Verwirrend mit den, welcher Stein, wo ist der Stein, was ist der Eisen und aha. Nicht einfach. Buddelspaß mit Mathilde und Heinrich. Ich weiß ja nicht, wie viele Dinger du tief gegangen bist. Deswegen buddel ruhig mal noch mit. Baue der bei Erde ab. Nö, so einen kleinen Wohnraum in Hiki würde ich da ruhig machen. Auch irgendwie eine Schmiede und sowas würde ich da auch reinsetzen wollen. So für notwendige Reparaturarbeiten und sowas. Ja, das klingt gut. Dass da alles vor Ort hat. Das klingt gut. Kann man nämlich einen schönen Überhang machen, dann kann man auch ein paar Blade Traps auf. Stellen, ja, dann brauchst du aber nicht so viele. Nee. So ist es. Ups. Ja. Jetzt also, wird gebuddelt. Das wird ein Buddeltag. Also, ich glaube, allzu viel wird heute nicht mehr passieren. Außer, dass wir buddeln. Aber die sehen ja, was wir angefangen haben, was wir planen. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Ja. Dann wisst ihr so, was wir jetzt hier machen. Buddeln-Weltmeister hier spielen. Genau. Und dann... Ups, das muss ich nochmal alles... Ich hab nach unten, ne? Ja, ich muss das aber ein bisschen später verbessern. Ich habe ein bisschen zu schlecht gebuddelt. Schräg buddeln ist nicht mein Ding. Ui, ui. Du sollst ja auch nicht schräg buddeln, du sollst gerade nach unten buddeln. Ach, gerade nach unten? Ja, natürlich gerade nach unten. Wieso willst du einen Schräg buddeln? Wieso natürlich? Ne, wir müssen ja erstmal sozusagen den Rahmen rausholen. Willst du so weit oben den Eingang haben? Ja, klar. Nee, da ist unser, kommt unser Dach hin. Erstmal bitte so einen Rahmen. Den Rahmen kannst du ja machen, ist mir doch wurscht. Ja, ich muss ja wissen, wie tief ich reinbuddeln soll. Deswegen solltest du ja gerade nach unten. Gerade nach unten. Ja, dann mache ich gerade nach unten jetzt. Damit ich weiß. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mache ich doch gerade nach unten. Hier, guck an. Bin doch schon dabei. Danke. So. Dann buddel ich jetzt gerade nach unten. Danke. Ich muss ja wissen, was ich hier alles abtragen muss, damit der Eingang schön ist. Ich kann das aber dann schön verkleiden mit Holz hier. Dann ist natürlich super, dass ich hier... Also erstmal, bevor wir da irgendwie anfangen, Höhlen zu buddeln, müssen wir erstmal den Eingang klar machen. Ja, ja. Ja, nicht ja, ja. Ja, ja heißt, ich hab dich lieb.
Na, super. Gut, also wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.